Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Und der Plan ist jetzt im Grunde wieder in die Garagen. Wir haben endlich diesen zweiten Sicherung. Und ja, wir müssen jetzt hier wieder durch den Wachraum, ne? Ich hoffe, wir kommen jetzt hier rüber, dass wir hier runterkommen. Zack und zack, dass wir hier irgendwo speichern können, mal kurz zwischendurch. Und dass wir dann in den Keller kommen wieder. Der Keller war hier, ne? Ich hoffe ja. Ich hoffe, das war so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mittlerweile bin ich durch das ganze Haus 25 Mal gelaufen und habe keine Ahnung mehr. Na gut. Aber hier, Olle Heinzi, der scheint vor der Tür zu sein. Also wir müssen uns vielleicht ein bisschen beeilen. Ja, der ist direkt hinter uns. Na klar. Dass der uns nicht in Ruhe lässt, ja. Also ich verstehe das nicht. Der kann uns doch echt mal in Ruhe lassen. So, machen wir hier wieder ihn auf Flitze. Und dann müssen wir das Polizeirevier im Grunde schon fast mal fertig haben langsam. Nein, wir wollen hier direkt runter. Wo geht's denn runter da? So, können wir hier gleich abspeichern irgendwo? Irgendwo mussten wir jetzt hier speichern können, ne? Ne, noch eins runter wahrscheinlich. Naja, der macht schon die nächste Tür auf wieder. Der ist wieder da. Hi. Taschen. Der ist schon da, ne? Der kommt gerade von der anderen Seite. Kann das sein? Nein. Dann ist gut. Ach, das ist natürlich die Sackgasse gewesen. Blöd. Ich hätte hier lang gemusst. Hat mir aber auch keiner von euch gesagt, ja? Toll. Habt ihr ja echt gut gemacht. Ihr wisst, dass wir kaum Munition haben, ne? Habe ich noch ein Blümchen bei? So ein Blümchen wäre eigentlich cool. Bin bestimmt schon wieder irgendwo vorbeigerannt. Ach, du kannst doch nicht wahr sein, ey. Komm, wir essen mal hier so ein kleines Blümchen. Einfach nur, falls wir angefallen werden, dass wir nicht gleich tot sind. Und ich hoffe, diese Eisenmaske sehe ich nie wieder. Nie wieder will ich den sehen. Hi. Lass mich in Ruhe. So, hier sind ja auch noch ein paar Zombies rumgeschlendert, ne, ja. Jetzt kommt noch der nächste. Daneben. Wie sie hier alle reinspringen. Mach die Tür zu. Oh, kurz mal abspeichern, ey. Das ist hier echt nicht für meine Nerven gut. So, den können wir jetzt auch überspeichern. Das war so der letzte Spielstand, wo ich mich sicher gefühlt habe. So. Wir haben noch die Schatulle in der Tasche, die brauchen wir bestimmt nicht. Jetzt gleich, oder? Holzbretter brauchen wir auch nicht, den Stab auch nicht. Wir könnten uns hier nochmal schöne Teilkraut machen, aber ja, im Grunde bringt es uns ja auch nichts. Wir haben kein blaues, also. Oh Gott. Na gut, wir haben aber 21 Schuss. So, wie muss ich jetzt weiter? Jetzt war hier einfach nur runter, ne? Haben wir gespeichert? Ja, ne? Haben wir. Wow. Wer hat hier eigentlich Licht ausgemacht? So, ich hoffe, die kommen mir nicht nach. Das wäre echt super. Puh. So, jetzt haben wir nur noch den Hund da, ne? Den können wir jetzt mal zeigen, was wir von ihm halten. Wo bist du, kleiner Mistkäfer, du? Komm, halt mal still. Aua! Du sollst stillhalten, habe ich gesagt. Na egal, lieber drei Schuss mehr als ein zu wenig. So. Oh, läuft alles super hier. Obwohl ich jetzt noch nicht weiß, wie wir aus dem Gefängnis rauskommen. Weil da werden ja sich jetzt wahrscheinlich alle Käfige hier öffnen. Hi, alle Dude, alle Dude. Hier war nirgendwo Munition drin, oder? Ist ja auch unwahrscheinlich hier so bei denen.
Ich will nur mal gucken, weil ich denke mal, die werden jetzt alle freigelassen. Das wird eine Menge Munition kosten. Irgendwo Munition? Nö, nö. Na gut. Was soll's. Erstmal auspacken mussten wir das Ding, ne? Ups, da, Space. Ist natürlich ganz wichtig, dass wir den Karton noch aufmachen. So, sehr schön. Irgendwie mein Inventar gefällt mir überhaupt nicht. So, wir müssen da drücken, hier hin die Karte holen und... Oh Gott. Ich bin nicht glücklich. Das funktioniert immer noch nicht. Achso, jetzt muss ich die hier wahrscheinlich zusammenpuzzeln, ne? Ja. Schwierig. Was kann ich denn jetzt... Kann die ändern? Oh, die sollen bestimmt da nicht rein, ne? Ne, ich glaube nicht. So wahrscheinlich hier irgendwie, wa? Läuft aber nicht lang, ne? Irgendwo ist da ein Fehler. Ich komme da doch auch nicht lang. Drehen, Platine wählen, abbrechen. Wenn ich die verbinde, gibt es so einen kurzen, oder? Und die bringen ja nichts hier. Wenn ich den wegdrehe, passiert auch nichts. Könnte, aber es gibt einen kurzen, oder? Dann machen wir es halt so. Wehe, du stehst jetzt auf. Ein Tonbandgerät. Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella. Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Labor. Ja, aber klar. Achso, das ist das, was wir gerade gehört haben. Okay. Eine Schlüsselkarte, ich freue mich. Was haben wir hier noch? Eine Notiz. In diesem Stadium wird mir Monster selten Schrei hören, aber Zombies, bla bla bla. Okay. Wahrscheinlich bevor Zeugen aufklären. Okay. Was sind die hier? Ja, das frage ich mich ja auch immer. Für was sind wir hier? Das heißt, dass ich brauche den Hebel da nicht mehr hin. Natürlich musst du mich wieder kriegen. Wer ist denn da? Wo kommt denn Eisenmaske her?
krasse Eisenmaske. So, haben wir die? Ja, das haben wir alles. Das ist so traurig eigentlich. Geht die Tür da hinten vielleicht auch auf? Nee, natürlich nicht. Na, guck mal, jetzt ist Eisenmaske nicht da. Ach komm, hör doch auf. Wie soll ich denn da durchkommen? Ach komm, hör auf, Mann. Lass mich durch, Mann. Ist bestimmt nicht der richtige Weg, oder? Aber bestimmt überhaupt nicht. Ach, Kacke. Verpiss dich! Ja, klar. Okay. Alter, wo kommen die denn alle her? Wie soll man denn da jemals durchkommen? Okay, das war, sah gut aus. Komme ich doch nie durch. Das ist doch hier Glückssache, oder? So eine reine Glückssache ist das doch. Hängt irgendwas falsch? Niemals kommst du da durch. Niemals! Oh, der versucht es nochmal. Alter. Ist doch völlig bekloppt, oder? Vor allem, dass Eisenmaske wieder da ist. Ja, du kommst doch da gar nicht durch. Du kannst sie nicht nach hinten locken, weil da hinten kommst du überhaupt nicht mehr raus. Und von überall kommen Zombies und dann steht Eisenmaske in der Tür. Was? Nein, was habe ich jetzt gemacht? Was war nun? Hilfe! Was stand da? Hier komme ich nicht weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Eigentlich nur so oft probieren, bis man durchkommt, oder? Vor allem, warum geht Eisenmaske nicht auf ihn los hier? Die sind doch, die schmecken doch viel besser. Kann ich mir später noch einpfeifen? Okay. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Wir kommen da nicht durch. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich lebe noch. Ah ja, gut.
Nein, lass mich los, verdammt! Ach, ey, der Weg war frei! Der Weg war frei. Alter. Also die, die jetzt gleich umkippen würden, ja, und überhaupt keine weitere Chance hätten, irgendwas zu machen, ja, dann wäre es ja okay. Aber die stehen alle auf. Okay. Alles okay, alles okay, alles okay. Oh, der schlägt mich gleich wieder. Weil ich mich wenigstens wegdrehen könnte oder so. Nein. Was willst du denn jetzt kombinieren, Mann? So, lauf! Nuk geh da durch, Mann! Ah, SWAT-Team ist da. Gott, ey. Ich liebe diese Frau. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Lass uns hochgehen. Ich schätze, du hast die Karte? Ja, habe ich. Klar. Und das? War doch kein Thema. Ich hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Wirklich? Wenn ich es gehört habe. Erst nichts hier raus. Spaziergang hier, ne? Das war ja nicht. Boah, Eisenmaske ist weg. Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen. Machen wir. Nerv mich nicht. Vier Schuss noch! Mrs. SWAT, haben wir vielleicht noch ein bisschen Munition für mich? Na gut, nehmen wir einen Strauch mit. So, sie hört sich gerade das Memo an, da. Ja, als ob die Sonne blendet. Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Ist so schön ruhig. Ist so schön hier. Können wir den Gunshop besuchen? Bräuchte da Munition. Was? Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Wollte ich doch gerade probieren. Brauche ja ein bisschen Munition. Ich möchte nicht wissen, was uns da drin jetzt erwartet. Es wird Chaos. Ja, sieht echt schlimm aus. Ein Messer. Nein! Langlauf. Das können wir doch bestimmt mit der Schrotwaffe kombinieren, oder? Oh ja. Und plötzlich sind vier Schuss drinne.
Ich sollte öfter Waffen kombinieren. Handgranaten, okay, können wir mitnehmen. Bin ich nicht abgeneigt. Das essen die Zombies so gerne. Fünf Schuss. Na gut. Könnt ihr nicht mal die Taschenlampe anmachen, dass man hier irgendwas sieht? Haben wir alles, ja. Was gibt's denn da? Warten. Was ist denn da? Also ich soll vorgehen oder was? Nicht bewegen. Ich werde Ihnen nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Von mir. Okay? Die verfluchten Dinger da draußen. Was tun die uns an? Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel. Mommy. Mommy schläft schon, Kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Du brauchst nur zwei Schrotkugeln. Könnte ich den Rest haben? Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Was auch passiert, wir sind bereit, die Stadt zu retten. So, die Folge ist schon lange vorbei. Ich wollte natürlich nur das Gequatsche nicht unterbrechen. Und ich bin echt froh, dass Eisenmaske hoffentlich tot ist. Und bleibt vor allem. Bleibt. Das ist wichtig. Und wir sind endlich aus diesem Polizeirevier. Und da war ja ein Monster nach dem anderen. Bin ich froh, dass wir rausgekommen sind. Na gut, jetzt mal sehen, was uns hier so in der Stadt erwartet. Und ich denke mal, wir müssen zum Waisenhaus, ne? So, denke ich mal, haben wir das irgendwie rausgehört. Und das werden wir alles in den nächsten Folgen erfahren. Aber für uns ist heute Schluss. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.